Herzlich willkommen auf dem Kanal von Skalar 300. Der Fliegenpilz. Der Fliegenpilz ist wohl einer der bekanntesten Pilze überhaupt. Mit seinem roten Hut und seinen weißen Tupfen ragt er elegant aus dem Boden heraus. Er ist ein gefährlicher Giftpilz und wird in seiner Jugend oft mit anderen Pilzen verwechselt. In der Jugend wird er von einer weißen Hülle umschlossen, die erst beim Aufschirmen zerreißt und dann die rote Hutfarbe erkennen lässt. Sie ist leuchtend rot, manchmal etwas gelblich, bedeckt mit den Resten des Velums, den weißen Tupfen auf rotem Grund. Die Velumreste können auch ganz verschwinden, sodass der Hut einheitlich rot erscheint. Der Rand ist schwach gerieft. Die Lamellen sind weiß und halten Abstand vom Stiel. Der Stiel wird bis zu 20 cm hoch und kann bis zu 2 cm dick werden. Am unteren Ende des Stiels bemerkt man mehrere übereinander liegende, warzige Gürtel, welche Reste des allgemeinen Velums sind. Am oberen Ende des Stiels zeigt sich eine weiße Manschette. Der Fliegenpilz ist vom Sommer bis Herbst häufig zu finden. Fliegenpilze, bei denen die weißen Hüllenreste vom Regen abgewaschen sind und deren Hutfarbe eher ins Orange-Rote gehen, können leicht mit dem sehr schmackhaften Kaiserling verwechselt werden. Der Kaiserling unterscheidet sich durch einen gelben Stiel und gelbe Lamellen. Trotzdem sind auch hier schon Verwechslungen vorgekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke für Ihr Interesse.